Herr Bauer, klar, ein kurzes Fazit, aber die wichtigere Frage, wie geht es Ihrem Coach? Ja, unser Coach lässt sich entschuldigen. Er hat so ein Kreislaufproblem bekommen mit dem Spiel. Das erste Mal. Bei dem Verlauf des Spiels nicht verwunderlich, muss ich ehrlich sagen. Ihm geht es aber soweit wieder gut, ist alles okay und er ist auf dem Weg der Besserung in dem Sinne. Ja, vielleicht ein paar Worte zum Spiel ganz kurz. Ich denke, wir waren von Anfang an einfach nicht da im Spiel. Kassel war uns in allen Belangen überlegen. Es gibt von Grund an nicht viel zu sagen. Es war vom Torhüter angefangen bis über unsere Top-Stürmer. Im Endeffekt heute eine absolute desolate Leistung. Das 14-2 vollkommen verdient, geht an Kassel, ganz klar. Positiv für mich ist, wir haben am Sonntag ist aber Kaufbeuren als Gegner, wo es wirklich um 6 Punkte geht für uns. Und ich bin mir sicher, dass unsere Mannschaft, ich sag mal, die richtigen Lehren aus dem Spiel heute zieht. Vielleicht haben wir das auch gebraucht, damit wir am Sonntag dann ist man bereit sind für den Kampf. Und ja, ansonsten verdient er sich und Gratulation, Rico. Dankeschön, Ronny Bauer. Und wir sind froh, dass natürlich Christi wieder besser geht oder auf Weg der Besserung ist. Rico, erstmal Gratulation zum Sieg. Dein kurzes Fazit, und war das heute auch ein Tag, wo einfach alles reingegangen ist? Ja, danke schön, guten Abend zusammen. Die Ergebnis, man sieht jetzt, wie unwichtig Sport ist. Die Ergebnis hat, ja gut, freut mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Aber wichtig ist, dass die Gesundheit für die Menschheit da ist. Und ich wünsche mir, dass die Chris alles gut läuft bei ihm. Er ist ein junger Mann, der ist in seiner ersten Station hier und hat ein sehr gutes Job gemacht. Und ich wünsche ihm alles Gute für seine Gesundheit. Im Spiel war sicherlich gut gelaufen für uns. Wir haben wenig Locks in unser Spiel von Anfang an, vom ersten Stürmer bis zum 12. Stürmer, vom Verteidiger bis zum Torwärter. Eigentlich ein sehr gut gespielt, sehr routiniert und hatten wir unsere Chancen gut genutzt. Wir wissen, dass die Krimischau hat einen guten Lauf im Moment. Die sind 3 von den letzten 4 Spielen gewonnen. Die sind auch auswärts sehr gut gespielt. Und wir haben nicht auf die leichte Schulter genommen und das hat sie gut bezahlt mit unserer Leistung heute. Ich sage immer, diese Spiele sind die wichtigen Spiele. Weil das sind ein Gegner, wo jeder denkt, ah ja, und dann schaut dann Freiburg mit Ravensburg oder in Bremerhaven. Man muss sie immer konzentriert und Respekt auf die Gegner haben. Das haben wir gehabt heute und letztendlich auch die Ergebnisse verdient. Dankeschön, Rico. Gibt es Fragen von der Presse? Chris Lee, Sie sagten gerade Kreislaufprobleme. Ist er denn noch in der Halle oder muss der sogar ins Krankenhaus? Die Frage kurz nach Chris Lee, ob er noch in der Halle ist oder ins Krankenhaus musste. Nein, er ist noch in der Halle. Es geht ihm soweit auch wieder gut. Das war so ein Moment, wo ihm schlecht war und es hat auch erbrochen. Und ja, es ist okay soweit. Ist auch hier, fährt auch mit der Mannschaft zurück. Ist alles gut. Steht das im Zusammenhang mit der hohen Niederlage? Oder hatte der schon einen Effekt? Oder Er hat sich so mal aufgeregt. Ob das jetzt in dem Zusammenhang steht, dann mit Sicherheit hat es auch eine Auswirkung dessen. Aber er hat es bisher noch nicht gehabt. Und auf alle Fälle geht es ihm jetzt wieder gut, das ist die Hauptsache.